Herzlich willkommen zu Der Dümmste fliegt. Diese 7 Kandidaten hier haben heute das Ziel, als Gewinner aus dieser Show rauszugehen. Um das zu schaffen, müssen sie als Team spielen. Aber in jeder Runde werden wir einen Spieler rausschmeißen. War der Dümmste. Und das ist das Team. Hallo, ich bin's. Hey, ich bin Ruri. Ruri. Hey, ich bin Rio und der objektiv beste Spieler. Danke, Andi. Hallo, ich bin's, Lu. Hey, ho, ich bin Christoph. Hallo, ich bin Merlin und ich esse gerne Waffeln auf Schalke. Hallo, ich bin der Tobi. Ich habe gehört, es gibt eine fette Party und ich bin dabei. Hallo, ich bin Timo und heute wird es ziemlich spießig für einige. Einer dieser 7 Kandidaten wird heute als Sieger in diese Runde nach Hause gehen. Aber wer wird es sein? Um das zu schaffen, müsst ihr alle als Team spielen. Und zwar funktioniert das so. Ihr werdet gleich in mehreren Runden auf die Probe gestellt mit Fragen. In jeder Runde ist das Ziel, den Maximalwert von 5000 Euro zu erreichen. Das geht am schnellsten mit 9 hintereinander richtig gegebenen Antworten. Wenn jemand falsch antwortet, wird die Kette gebrochen und ihr steht wieder bei 0. Wenn ihr Bank sagt, bevor die Frage gestellt wurde, wird das Geld gesaved und ihr fangt die Kette wieder bei 0 an. Ihr seid dann aber auch immer noch dran und müsst die Frage beantworten. Wir haben gerade ausgelost, wer als erstes anfangen darf. Und das ist heute der Lu. Ja. Spielen wir Der Dümmste fliegt. Ihr habt in der ersten Runde 2 Minuten 30. Die Zeit startet jetzt. Lu, in welcher bekannten Romanreihe dürfen auch Kinder Butterbier trinken? Harry Potter. Korrekt. Christoph. In welchem Jahr wurde Nintendo gegründet? 1989 oder 1921? 89. Korrekt. Merlin. Echt krass. Pankreas ist der wissenschaftliche Name für welche menschliche Drüse? Bauchspeicheldrüse. Korrekt. Tobi. Bank. Wie nennt man den Turm einer Moschee? Weiter. Minarett. Timo. Welche Sprache ist, gemessen an der Zahl der Muttersprachler, die am meisten verbreitete der Welt? Französisch. Chinesisch oder Mandarin. Andi, welches Zahlungsmittel verwenden die Charaktere in Fallout? Kronkorken. Korrekt. Rio, wo hat der Weltfußballverband FIFA seinen Sitz? Brüssel. Zürich. Lu. Wie heißt der weiß schimmernde Glücksdrache aus der unendlichen Geschichte? Weiter. Buchrohr. Christoph. Norwegen hat eine größere Landfläche als Schweden. Wahr oder unwahr? Wahr. Unwahr. Merlin. Wie heißt die chinesische Kunst der harmonischen Lebens- und Wohnraumgestaltung? Brigitte, keine Ahnung weiter. Feng Shui. Tobi. Wie heißt der Anführer des A-Team? EA? Hannibal. Timo, wie heißen die Riesenmonster in Pokémon Schwert und Schild? Amazenta und Wie heißt die Form? Dynamax. Korrekt. Andi, wer hat Agent 47 in der Spielserie Hitman erschaffen? Keine Ahnung. Bob. Dr. Otto Wolfgang Ortmeier. Rio. Die Republik Malta ist der kleinste Mikrostaat der Welt. Wahr oder unwahr? Unwahr. Korrekt. Lu. Wie heißt der Bösewicht, der erstmalig in Sonic the Hedgehog auftritt? Dr. Eggman. Korrekt. Christoph. Bank. Wie heißt das Härchen von Snoopy? Weiter. Zeit ist um, es wäre Charlie Brown gewesen. In der ersten Runde habt ihr 750 Euro auf die Uhr gekriegt. Von wirklich 5000. Geil.
Nun, wie man es nimmt. Jetzt also. Ist es an der Zeit, jemanden rauszuwählen. Das heißt, nehmt bitte euer Schild und überlegt, wen ihr rauswerfen wollt. Nehmt ihr den, der am wenigsten Fragen beantwortet hat, den, der sich am längsten Zeit gelassen hat, dem, der keine Bank gesagt hat, oder einfach einen starken Konkurrenten. Wählt jetzt den Dümmsten im Team. Tobi. Christoph. Tobi. 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 Andi. Tobi. Ich hab Bank gesagt. What the fuck? Warum kommt denn mit Tobi raus? Ja, weil er, glaube ich, nichts richtig gesagt hat, oder? Ja, weil Fragen waren die noch einfach. Aber er hatte ja auch schwierige Fragen. Nee, Hannibal war Hannibal easy. Ja, Minarett war auch easy. Und Minarett war auch easy, ja. Ja, sorry. Minarett hätte ich nicht gewusst. Ich hätte Hannibal gewusst. Tut mir leid, A-Team habe ich nie geguckt, deswegen. Also, ja, aber dann EA zu antworten. So. Ryu, du hast dich für Christoph entschieden. Warum? Weil ich den rauswählen wollte, der gesagt hat, dass Grönland kleiner ist als Norwegen. Schweden und Norwegen war aber... Das war Grönland. Nein, es war Schweden. Nein, es war Schweden. Okay, dann tut's mir leid, Christoph, habe ich dich trotzdem gewählt. Merlin, warum hast du dich denn für Tobi entschieden? Weil er keine Frage richtig beantwortet hat. Ja, that's it. Tobi, du hast dich für Andi entschieden, warum? Naja, das heißt, er der Schwächste fliegt. Ich fand Andi richtig schwach. Eigentlich war in dieser Runde, in dieser ersten Runde, Christoph der Dümmste, aber... Es zählen hier nicht meine Punkte, die ich hier stehen habe, sondern eure Stimmen. Und das heißt, Tobi, du bist der Dümmste und fliegst. Und tschüss. Noch stark. Ich meine, ich war wenigstens einer von den wenigen, die wenigstens ein bisschen Geld bei in die Bank geschoben haben, während andere Leute versucht haben, das Richtige zu raten, aber kläglich gescheitert sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Andi irgendwann einen Fehler machen wird und dann in der nächsten Runde oder in den nächsten zwei Runden rausfliegt, ja. Damit haben wir die komplette erste Runde fertig und in der nächsten Runde startet der Stärkste aus der vorherigen Runde und das ist diesmal Lou gewesen. Yes. Das bedeutet, oh. Lou fängt jetzt an in Runde 2. Ihr habt 2 Minuten 20 und die Zeit startet jetzt. Lou, in welchem beliebten Simulationsspiel schlüpft man in die Rolle eines fiktiven Inseldiktators? Heißt, wie heißt Tropico. Korrekt. Christoph, wie viele Buchstaben hat das Wort Knitterfaltengesicht? Weiter. 20. Merlin. Wie heißt denn der Chef der Herren Gnorm, Urobe, Ulme, Snorre, Ture und Faxe? Weiter. Halvar, der Vater von Vicky. Timo, wie heißt die aktuelle Währung in Ungarn? Korint. Korrekt. Andi. Bank. Wie viele... Okay, geht noch. Wie viele unterschiedlich geformte Tetris-Steine gibt es? 7... Korrekt. Ryu. Eine Portion Pommes mit Mayonnaise und Ketchup wird auch wie genannt? Pommes rot-weiß. Pommes-Schranke. Ja, es war leider falsch. In welchen Ozean mündet der Fluss Niger, Lou? Entschuldigung. Atlantik. Das ist korrekt. Christoph. Wie heißt die Hauptstadt von Saudi-Arabien? Abu Dhabi. Nee. Riyadh. Merlin, wie heißt der dicke, faule Comic-Kater, der einen schwarz-orange... Korrekt. Timo, wie heißt die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Kiel. Berlin. Andi,
Wann erschien das Tennisspiel Pong? 1972 oder 1980? 72. Korrekt. Ryu. Bank. Wie heißt der höchste Schwierigkeitsgrad in Deus Ex Mankind Divided? Cyborg. I never asked for this. Lu. Von welchem berühmten Gebäude hat Galileo Galilei seine Fallexperimente gemacht? Turm von Alexandria. Tiefe Turm von Pisa. Christoph, wie heißt der Hauptcharakter in Red Dead Redemption? Weiter. John Marston. Das war traurig. Das war wirklich traurig. Ihr habt ganze 200 Euro in dieser Runde erspielt. Sehr viel weniger als in eurer ersten. Da waren 750. Vielleicht habt ihr ja doch nicht den dümmsten Spieler letzte Runde rausgeworfen. Der kommt ja aber jetzt. Bitte wählt jetzt, wer in diese Runde rausfliegen soll. Christoph. Timo. Christoph. Timo, du hast für Christopher gestimmt. Warum? Da ich es als Konkurrenzverhalten sehe, hier diesen Wettbewerb, und deswegen habe ich die Chancen sehr hoch gesehen, dass er am ehesten rausfliegt, damit, falls ich gewählt werde, ich unwahrscheinlich herausfliege. Kalkül dahinter, ja. Andi, du hast so geprahlt, dass jetzt aber wirklich der dümmste Spieler rausfliegt. Warum ist das denn für dich Christoph gewesen? Er wusste halt nichts. Und John Marston hätte er wissen können, kurz die Buchstaben hätte er zählen können, das geht auch schnell mit den Fingern. Also das. Was wäre denn zum Beispiel mit Merlin gewesen? Warum hast du den denn nicht gewählt? Ja, weil der, finde ich, schwierigere Fragen hatte. Merlin wäre in dieser Runde der dümmste gewesen, aber es ist wie immer das Team bestimmt, wer rausfliegt, und das bist in diesem Falle du, Christoph. Ja, also sagen wir so, es kam ein bisschen erwartet, auch wenn ich mehr damit selber ins Knie schieße, aber war tatsächlich ein bisschen dumm in der Runde gerade. Zum Thema der Buchstaben habe ich im Sinne des Teams eigentlich gehandelt, fand es ein bisschen einfach so dahergeredet von Andi, aber kann sich jeder seine eigene Meinung drauf bilden. Kommen wir zur Runde 3, und auch hier wird wieder der Anfang, der in der letzten Runde der klügste war. Und das war wieder Lu. Alter, hab ich krass. Das damit was. Fangen wir auch Runde 3 bei Lu an. Jetzt habt ihr 2 Minuten 10 auf der Uhr, und die starten jetzt. Lu, welches ist die nächsthöhere Primzahl nach 23? 27. 29. Merlin, in welchem Jahr erschien das erste Spiel der Call of Duty-Reihe? 2004. 2003. Timo, wie heißt die Spinne bei Biene Maya? Weiter. Thekla. Andi, die Flagge welchen Landes ist die einzige der Welt, welche nicht rechteckig ist? Nepal. Korrekt. Ryu. Bank. Welches Jahr hat es in der Geschichte niemals gegeben? 0. Korrekt. Lu, in welchem Ozean liegen die Osterinseln? Pazifik. Korrekt. Merlin, Bank. In welchem Staat liegt Tschernobyl? Ukraine. Korrekt. Timo, in welchem Königreich muss Link Prinzessin Zelda retten? Hyrule. Korrekt. Andi. Bank. Bei welcher Boygroup sang Justin Timberlake, bevor er seine Solo-Karriere startete?
keine Ahnung. NSYNC. Ryu, wie heißt der Ort, an dem das olympische Feuer traditionell entzündet wird? Keine Ahnung. Olympia. Lu, wie sind die Spielzeiten bei einem Eishockey-Match unterteilt? Halbzeiten. In 3/3 a 20 Minuten. Merlin, wie heißt die Hauptstadt von Texas? Dallas. Austin. Timo, wie viele Millimeter hat ein Dezimeter? 0,01. 100. Andi, wie nennt man den bei Menschen von Zwischenhirn gesteuerten Zustand, bei dem Bewusstsein und Körperaktivität herabgesetzt bzw. aufgehoben sind und periodisch Traumphasen? Schlaf wäre es gewesen. Und jetzt geht's wieder ans Voten. Bitte nehmt eure Täfelchen in die Hand und votet. Timo. Timo. Mollen. Mollen. Timo. Ryu, wie fandst du denn deine Performance in dieser Runde? Meine? Ja, durchwachsen. Durchwachsen? Ja, eins richtig, eins falsch. Die falsche hätte ich richtig machen können. Warum hast du für Timo abgestimmt? Einfach wegen dem oberflächlichen Fehler von Dezimeter zu Millimeter. Timo, wie fandst du denn deine Runde so? Unlucky. Ich meine, gibt die eine Maya-Frage. Gut, muss man jetzt nicht wissen. Aber das mit dem Dezimeter zu Millimeter, das war schon. Ja, da hätte ich mir vielleicht ein paar Sekunden noch Zeit lassen sollen. Und mal gerade nochmal drüber nachdenken, was stand jetzt am Anfang des Satzes und was am Ende des Satzes. Eventuell hättest du das machen sollen, denn das Team hat dich als den Dümmsten gewählt und damit fliegst du aus dem Spiel. Tschüss. Ciao. Ja, richtig bitter, wenn man da vorne ist unter Zeitdruck, da kommt man richtig ins Schwitzen. Und wenn du dann bei der Frage mit den Millimetern zu Dezimetern einfach als letztes höre ich dann Dezimeter. Das und das, weil ich zuerst halt an meinem Kopf fokussiere und dann Dezimeter, Millimeter, weil ich das ja weiter weggehört habe. Deswegen habe ich dann andersrum, weil es wären ja 0,01 Dezimeter gewesen in Millimeter, aber andersrum, ach Gott, da ist man so unter Druck. Ich kann nicht unter Druck.